Fiat 500L. Das ist der klassische L mit dem L für Luxus. Zu erkennen an der Stoßstange mit dem Bogen dran. Das war damals ein bisschen die bessere Version. Hatte natürlich kein GPS, kein elektrisches Fenster oder keine Airbags. Aber es hat Originalsitze für 5 Personen zugelassen, stell dir vor. Wenn da ein großgewachsener kommt, dann muss er seinen Kopf gerade aus dem Dach rausstrecken. Kann er aber auch, weil es hat ja hier ein ganz kleines, süßes Faltdach. Cinquecento Fiat 500 mit 500 Kubik sind 60er oder 70er Jahre. Na, ich denke, er 60 hat auch noch keine Sicherheitsgurte. Das ist Autofahren. Da konnte man noch jede Bodenwelle spüren, da konnte man noch mit dem Heckmotor den Sound hören. Da hat einen ganz, ganz typischen Fiat-Sound. Röhrt so ein bisschen. Tolles, tolles, cooles, kleines Auto mit absolutem Kultpotenzial. Es ist unschlagbar, selten. Jeder freut sich, wenn so einer kommt. Da drehen sich die Leute wirklich noch um. Es ist einfach verarbeiten, man konnte selber noch etwas reparieren. Schlimmstenfalls kann man so einen immer noch packen, hinten auf dem Pickup hinten drauf, wenn der mal nicht mehr läuft, kann man mit dem noch heimfahren.